Wie alt seid ihr eigentlich? 12. Du bist 12? 11. Ja, Alter. Und was ist der Plan? Eine Übung einhändig klettern in der Platte. Komm. Nice. Machst du schon Sorgen? Passt. Hallo. Thomas, wir haben heute ein Spiel vor. Genau. Wir spielen heute Blockhaus-Bingo. Und zwar spielen die Jungs gegen mich. Es geht darum, dass wir versuchen, 5 in einer Reihe zu erfüllen. Und es werden immer wir abwechselnd klettern. Die Jungs klettern seit ca. 5 Jahren bei mir, also ich bin ihr Trainer. Und genau, und sie sind ziemlich fit schon, fit unterwegs und sind auch Blockhaus-Athleten. Und heute geht es die Challenge, dass wir mal gegeneinander klettern und ihnen immer anschauen, was sie zu tun haben. Seid ihr bereit? Ja. Dann starten wir. Passt, dann geht's los. Okay, womit magst du anfangen? Mit Masterklettern. Okay. Ich bin gespannt. Ja, Alter. Was wetten wir? Ruhm und Ehre. Ja. War nicht schwer. Was könntest du anders machen? Bei dem Zug? Schau beim Start genau hin. Jetzt mal reinknicksen. Alle, gehen wir. Ja, sauber. Komm. Du kannst, glaube ich, wieder reinknicksen, oder? Oder sprengst du es an? Was machst du jetzt? Ein Einsteiger mit 3 Griffen klettern. Okay, wow. Mänteln. Er muss mänteln. Steigen darf er ja alles. Er darf nur 3 Griffe nehmen. The pressure is on. The pressure is on, ja, ich will einen Busterflashen. Und den nehme gleich mal den roten, Überhang. Das taugt mir. Alle Thomas, geht schon, komm jetzt. Gerne. Alle Thomas. Komm an, Thomas. Yes! Passt! Easy Flash! Wie alt seid ihr eigentlich? 12. Du bist 12? 11. Okay, und wie lange klettert ihr schon? 5-6 Jahre. Beide? Ja. Wie alt bist du eigentlich, Thomas? Das weiß keiner. Und wie lang? 26. Und wie lange kletterst du schon? Seit ich 10 bin, also 16 Jahre. Okay, und wie lange trainierst du die beiden schon? Begonnen habe ich 2017 mit ihnen. Also ich habe ein Jahr her, das war total lustig eigentlich, weil ich habe einmal gestartet früher und habe nicht gewusst, was auf mich zukommt, wollte einfach mal das Trainerding ausprobieren. Und dann habe ich das erste Training gemacht und dann war ich da im Blockhaus und dann habe ich gedacht, das sind da die 15-jährigen, total starken Leute und alle total groß und erwachsen und erfahren. Und dann komme ich in die Halle mit so einem Hacky-Sack und dann wollte ich mit ihnen eigentlich aufwärmen und dann kommt der kleine Julian, ich glaube, ich war 7, zu mir. Und ich wollte ihm den Ball zuwerfen und der war noch so klein, dass er den Ball noch nicht fangen hat können. Und es war total herzig. Das ist lang her. Das war die erste Erfahrung mit den Jungs. Machst du dir keine Sorgen, viele Kletterer können keinen Ball fangen. Ja. Wie geht's weiter? Ich probiere es einmal mit der Aufgabe in 10 Sekunden. Okay. Kannst du stoppen, Thomas? Ja, ich hab kein Handy. Ich hab ein Handy. At your marks. Ready? Piep, piep, piep. Und gehen wir. Komm, geht schon. Alle, gehen wir. Fit. Der ist so schnell. Man sieht gar nichts. 6 Sekunden.
6 Sekunden angebracht. Okay. Machst du schon Sorgen? Kritisch. Alle klar? Emma. Komm. Bisschen zu weit. Bin ich wieder dran? Ja. Okay. Ja, komm. Ja, sauber. Geh zu kommen. War nicht so schwer. Nicht so schwer? Mach noch ein Goal in Blau. Das ist voll geil. Es ist schwer. Das ist so groß, der Griff. Wisst ihr noch, wie ihr zu klettern begonnen habt? Mit 3 Jahren sind wir mit den Eltern mit unseren Eltern mitgegangen klettern und haben halt immer ein paar Züge probiert. Und so hat sich das halt eben dann immer weiterentwickelt, dass wir dann halt eben dann Routen geschafft haben. Wie seid ihr dann zum Wettkampfklettern gekommen? Mit 6 Jahren bin ich dann in die ÖAV-Gruppe aufgenommen worden. Da war ich noch ziemlich jung und die anderen waren schon so 12, 13 Jahre alt. Also da war ich immer der Jüngste. Und ja, das hat sich dann immer weiterentwickelt und ja. Ja, er ist mehr bei technischen Sachen besser und ich bin eher bei Kraft besser. Du kommst nicht super sauber hin, aber es zieht dir immer die rechte Hand, dass du vielleicht einen Hook rechts setzt. Das könnte ja ausgehen, du musst halt höher setzen ein bisschen. Geh, schon komm. Alle, komm. Ja, sauber, komm. Geh mal. Kannst du dann einsteigen, dass dein Schwung nicht kommt? Den Start, ja. Weißt du, wenn du so bist, das Ding ist, du hast jetzt den Schwung komplett kommen lassen. Ich drück dich mal rein. Ja, genau. Aber da kannst du vielleicht noch ein bisschen gegenkämpfen. Alle, komm, geh mal. Geh schon, komm. Komm. Ja, sauber, komm, geh mal. Boah, bist du, ist das kleingriffig. Das ist so schwer. Was probierst? Ich probiere jetzt einfach mal ganz normal in den Balletten da. Okay, geil. Pause mal machen. Dann schauen wir mal rüber, Jungs.
Was kriegen die beiden, wenn sie gewinnen? Also, wenn wir gewinnen, dann darf der Thomas bei einem Training nur Ja sagen. Zu allem, was ich empfange. Ja. Überhangklettern, die ganze Zeit nur kleine Leisten halten. So wie heute eigentlich. So wie heute, genau. Spaß, Spaß, Spaß. Das taugt mir. Na, sonst machst du dann in der Platte. Was ist der Plan? Eine Übung einhändig klettern in der Platte. Okay. Hey, check on. Ja, sauber. Komm, 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 komm. Nice. Macke, 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 macke. Knapp. Ja, ja, ja. Voll gut, oder? Stark. Kannst du da drüber mänteln? Ich habe nur eine Hand. Darf ja, so? Einer mit drüber mänteln? Darf ich nochmal? Schwerer, aber es soll schon gehen. Thomas. Oh, es ist möglich. Die Jungs können, also jedes Mal, wenn ich mir denke, dass was nicht möglich ist, wird's gemacht. Als Challenge Thomas auszutricksen. Das ist die Oberchallenge. Du spielst die ganze Zeit wahrscheinlich. Jedes Training, wie kann man Thomas austricksen? Was habe ich jetzt eigentlich noch als Challenge? Das weiß ich gar nicht. Also das ist sehr schlau, was ich mache. Ich suche mir verschiedene Felder aus, die überhaupt nicht zusammenpassen und mache die, so dass ich am längsten blau. Also ich glaube, wenn ich ja Oma bin, dann würde ich da immer verlieren beim Bingo. Das ist nicht mein Spiel, glaube ich. Ja, geht schon. Bam, bam. Oh, stark. Geil. Komm, 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 komm. Bleib dran, komm, 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 komm. Ja, stark. Guter Zwischenstand, wie steht's jetzt? Sag's mal her, eure Zettel. Extrem schlau gewählt, kreuz und quer. Und bei euch, wie ist die Strategie jetzt? Ich gehe noch einen Pass da an und dann hangel ich mir noch eine Aufgabe und dann darf der Thomas nicht mehr Ja sagen. Ah, ja, stimmt. Wenn man das ganze Klettern so betrachtet, also ihr macht ja sehr viel, was taugt euch am meisten? Ja, mir gefällt das Draußenklettern am besten. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Was war da so ein Highlight von dir? Die Public Enemy 8C. Ja, cool. Stark, das ist einer der schwersten Touren im Grazer Bergland. Wie alt warst du da? Da war ich 12. Fit. Und Julian, was taugt dir? Mir gefallen eigentlich gleich mit meinem Bruder das Draußenklettern am besten. Und hast du eine Tour, die ein Highlight für dich ist? Zwei habe ich. Die Tod im No-Hand auf der weißen Wand, 8 plus. Die bin ich mit 10 geklettert. Und der Zigeunerbrunnen. Cool. Sehr cool. Wo habt ihr das Gefühl, dass der Thomas sich noch verbessern kann beim Klettern? Leisten. Leisten. Okay, ja. Stimmt, ja, da müssen meine Finger ein bisschen stabiler werden. Leisten. Ja. Stimmt. Aber du hast ja noch Zeit, Thomas. Da habe ich noch Zeit, genau. Viele Jahre vor mir. Zuerst dran. Bin ich jetzt dran oder bist du dran? Den blauen rauf runter. Der lacht mir nämlich schon länger an. Yes! Passt, hier ist es dran. Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Ja, sauber, bleib dran. Voll gut. Geh, du komm. Geh, du grüße. Komm, 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 komm. Ja, gut. Stark. Fit. Was fällt noch? Eine Aufgabe rein. Thomas. Was ist denn? Ist das Knie beim Hangeln erlaubt? Nein. Oder Ausnahme bei dem einen.
Geil. Komm, 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 komm. Das Knie. Ja, Aufgabehang ist nicht so leicht. Hauptsache, weil die Boulder so komplex sind, alle. Es ist nicht nur links, rechts, links, rechts. Jetzt bin ich dran, eine Aufgabe geht noch. Dann habe ich schon vier in einer Reihe. Dann ist es knapp, Jungs. Das taugt mir. So, nächstes Feld. Fünf verschiedene Aufgabenketten. Yes! Ich freue mich an der Sonne. Ja, passt. Dann starten wir hin. Geht's okay, sehen? Komm, gehen wir. Geht, du sauber. Yes. Fit. Thomas. Ja. Tag bist du noch? Hat's mich besiegt. Das heißt, das war's jetzt. Stark, Jungs. Ihr habt's mich besiegt. Ihr müsst Bingo schreien. Ah ja, genau. Bingo. Wirklich keine Ahnung, wie Bingo geht. Nein, ich weiß es auch nicht. Schlusswort. Schlusswort. Bitte, Jungs. Wir freuen uns aufs Training mit dem Thomas. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich mich freue. Aber ich glaube, es wird lustig. Zu was muss er jetzt Ja sagen? Zu allem, was wir ihn bitten. Was könnte es, was habt ihr, was könnte es sein? Dass wir heute keine Technik-Sachen machen. Dass wir Überhang klettern, ganz viel mit Leisten, dass wir die Boulder bauen können. Stimmt, ja. Okay, also das klingt aber noch eigentlich ein super Training. Ja. Du hast die ganzen Süßigkeiten wünschen, oder? Nein, die wollen einfach klettern. An Toast, an der Bar. Kleine Leisten herdreschen. Jeder hat andere Vorlieben. Aber. Ja dann, danke fürs Mitmachen. Cool. Lustig cool. War's. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Yes.